Was ist aber mit so einer Person? Wenn sie stirbt und den einen Gott glauben, aber dennoch bewährt. Also den einen Gott glauben in sich trägt, den Tawhid. Aber sie stirbt in diesem Zustand des Verharrens auf den Sünden und im Zustand, in dem er die Sünden nicht bedauert und auch nicht, sich auch nicht verspricht, sie in Zukunft sein zu lassen, sich ihrer zu entledigen. Auch diese Person, man erhofft für sie irgendwann Befreiung und Erlösung. Er ist ja als Muslim gestorben, auch wenn es nach einer Weile geschehen wird. Es kann aber auch sein, dass ihm vergeben wird, oder nicht? Es kann dennoch sein, dass ihm vergeben wird, weil Allah Ta'ala irgendeine verborgene kleine Tat von ihm gesehen hat, die ihm gefallen hat. Ihr kennt bestimmt diese Geschichte der Prostituierte, die einen Hund getränkt hat, aber mit Aufrichtigkeit, mit Barmherzigkeit zu den Geschöpfen Allah Ta'alas. Aber sich auf sowas zu verlassen, ist nicht klug. Sich auf so etwas zu verlassen, ist jedenfalls nicht klug. Also ein entschlossener Mensch sollte sich nicht auf sowas verlassen. Das ist ja wie jemand, oder was würdest du zu jemandem sagen, der sich in Bezug auf die Sünden, auf die große Barmherzigkeit und auf die Gutmütigkeit Allahs verlässt. Aber in Bezug auf seine weltlichen Angelegenheiten, siehst du, er streift in der Welt herum, arbeitet und schuftet und leitet alles in die Wege, um an seinen Lebensunterhalt zu kommen. Wenn man zu ihm sagen würde, verlass dich auf die Gutmütigkeit Allah Ta'alas. Verlass dich darauf, dass er der Versorger ist. Und hock dich zu Hause hin und warte. Vielleicht findest du irgendwo einen Schatz in einer Ruine. Was würde dir zu so jemandem sagen? Klug? Besonders gläubig? Ja, das ist Idiotie. Das wäre Dummheit. Und genauso ist es mit der... Natürlich kann es sein, dass er einen Schatz in der Ruine findet und den Rest seines Lebens nicht mehr arbeiten muss. Ja? Aber es kann auch nicht sein. Und genauso ist es mit den Sünden. Es kann sein, dass ihm vergeben wird wegen einer Sache, aber wenn man das vorsätzlich macht, vorsätzlich so umgeht, dann ist es eigentlich, wenn man das genauer bedenkt, fern, dass so jemand vergeben wird, weil das ist eine Form von Arroganz gegenüber Allah Ta'ala. Eine Form von Herausforderung. Und dass so jemandem vergeben wird, ist eigentlich nur fern.